Hilfe! Zu Hilfe! Ich bin bestohlen worden! Warum schreist du so? Ach, frag nicht so dumm! Du hast doch gesehen, dass die Frau mit der Melone weggelaufen ist. Ich sehe alles, da hast du recht. Ach, du siehst alles, weißt alles, hörst alles. Zu dir kommen die vornehmen Herren und Damen und lassen sich Kaftane und Kleider schneidern. Du hast die Kaufleute, die Weitgereisten, vergessen. Natürlich die Kaufleute. Keine Gemüse- und Obstverkäufer, wie ich einer bin. Ja, die Kaufleute, die kommen gern zu mir. Sie erzählen mir, was sie auf ihren Reisen gesehen haben. Ach, und darum weißt du mehr als alle in Damaskus. Sie erzählen mir, wie es im Osten und im Westen aussieht, was in Rom und in Indien geschieht. Ach, und das hast du alles in deinem Kopf drinnen, was sie dir erzählt haben? Alles fein säuberlich geordnet. Und weil ich so viel über die fremden Länder und Menschen gehört habe, will ich mir nun einmal selbst die Welt ansehen. Was willst du? Nachsehen, ob alles stimmt, was mir die Kaufleute erzählt haben. Ja, und wie stellt man das an? Ganz einfach. Ich habe meinen Laden verkauft und morgen früh wird mein Bündel geschnürt und dann lasse ich mir den Wind der Welt so richtig um die Nase wehen. Aber sollte ich eines Tages zurückkommen, werde ich dir gerne erzählen, was ich gesehen habe. Steine. Und Tag für Tag eine Hitze, dass einem der letzte Gedanke im Hirn austrocknet. Gäb's nicht von Zeit zu Zeit eine Oase, in der man sich erholen kann, würde ich meinen Weg in die Welt schon längst verwünscht haben. Und recht viel mehr als in unserer Stadt Damaskus gab's bis heute nicht zu sehen. Wenn nicht bald etwas Seltsames und Neues auftaucht, werde ich wohl umkehren und wieder den Erzählungen der Kaufleute zuhören müssen. Wenn ich mich so umsehe, könnte ich sagen, oh, was haben die mir alles vorgeflunkert. Oh, nur gut, dass wenigstens am Abend die Hitze nachlässt und man sich in die Kühle hinein ausstrecken und ausruhen kann. So habe ich mir die erste Überraschung nicht vorgestellt. Weiße Affen, die sich in diesem schönen grünen Tal, das ja wahrhaftig eine Abwechslung nach so viel Wüste ist, mir entgegenstellen. Freunde, geht zur Seite. Ich muss aus dem Tal hinaus, denn drüben scheint nun wirklich mit der Welt der Seltsamkeit ein Anfang gemacht zu werden. Wollt ihr nicht ein bisschen höflicher mit einem Fremden umgehen, der euch zufällig besucht? Gut, wenn ihr nicht hören wollt, so müsst ihr fühlen. Und das sag ich euch, ein Schneider trifft immer noch besser als ein Affe. Warum nicht gleich? Das nächste Mal lasst ihr euch etwas sagen, ihr euch wie wilde Affen gebärdet. Warum denn so laut? Ihr könnt so laut brüllen und muhen, wie ihr wollt. Ich verstehe euch nicht. Aber seltsam ist es doch. Zuerst weiße Affen, die mich nicht durchlassen wollen. Dann weiße Rinder, die sich mir in den Weg stellen. Halt, 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 halt! Das geht zu weit. Wollt ihr mich niedertrampeln? Ich verstehe euch nicht und ihr wollt mich nicht verstehen. Dann müsst ihr etwas zu spüren bekommen. So ist's recht. Platz gemacht! Wenn der Schneider von Damaskus sich in den Kopf gesetzt hat, die Welt zu besichtigen, dann darf er sich nicht durch Rindvieh oder anderes Getier aufhalten lassen. Da kommt man endlich in eine Stadt und freut sich auf einen fröhlichen Abend, auf den Lärm des Bazars, auf die Rufe der Händler und Frauen, auf den Geruch
von gebratenen Lämmern. Und was findet man? Eine Straße, über die der Schlaf gekrochen ist. Hey, Leute! Wollt ihr nicht aufwachen und den Schneider von Damaskus begrüßen? Es ist ja, als hocke eine unsichtbare Angst über euch. Seltsam. Seltsam. Was es nicht alles gibt auf dieser Welt. Und du? Sag mir wenigstens, wo es zur nächsten Herberge geht. Denn ein Dach über dem Kopf will ich heute Nacht haben. Und mein Bauch fängt auch schon zu murren an. Das Essen war gut, Herr Wirt. Und da ich noch nicht Lust aufs Bett habe, werde ich mich ein wenig draußen umsehen. Ihr habt einen schönen Garten und vielleicht gehe ich ein paar Schritte am Flüsschen entlang. Geh nur. Du siehst ja, in der Gaststube ist nichts los. Was sind das für Zeiten? Was jammerst du? Wenn ich zurück bin, erzählst du mir ein wenig von diesen Zeiten. Vielleicht fühlst du dich dann besser. Wer den Mund aufmacht, ist schon ein bisschen weiter auf dem Weg zur Zufriedenheit als der, der schweigt. Freilich, einer muss da sein, der zuhört. Morgen Nachmittag, wie abgemacht. Und wenn der Zauberer aus der Moschee kommt, geht's ihm an den Kragen. Und wenn er bewaffnet ist, wenn er uns sieht, wenn er einen Diener bei sich hat. Wir müssen ihn von hinten überwältigen. Ein scharfer Dolchstoß als Überraschung, das genügt. Er wird gar nicht dazu kommen, seine Zauberkräfte einzusetzen. Und zum Nachmittagsgebet, das weißt du, kommt er immer allein. Du stößt zu. Wie abgemacht. Du reißt ihm, wenn er zusammenbricht, die Halskette ab. Ich leere ihm die Taschen und knüpfe seinen kostbaren Gürtel ab. Und dann machen wir uns aus dem Staub und machen all die schönen Sachen zu Gold und Geld und fangen ein Leben an, wie wir es noch nie gelebt haben. Psst, leise. Soll uns denn einer noch am letzten Abend hören und verpfeifen? Hier draußen sind wir doch sicher. Hoffentlich. Und jetzt schnell im Dunkeln zurück und früh ins Bett. Morgen müssen wir frisch sein. So, jetzt weiß ich, wie ihr ausseht. Es könnte sein, dass mir eure Gesichter noch einmal vor die Augen kommen. Zuerst hatte ich gedacht, sie seien ein ganz feiner Herr, weil ich nur auf die gut geschnittene und sorgfältig gewählte Kleidung geschaut habe. Ein feiner, reicher Herr, weit gereist. Und vielleicht einer von denen, die andere übers Ohr hauen. Oh, trau nie deinen Augen allein. Jetzt, da ich weiß, dass du ein einfacher Schneider bist. Der beste Schneider von Damaskus. Ja, der beste also bist du. Ja. Aber doch ein Schneider. Einer aus der ehrlichen Handwerkszunft. So wie ich. Ich habe Mitleid mit dir. Du redest seltsames Zeug. Wärst du bloß nicht in unser Land gekommen. Aus purem Leichtsinn, aus purer Abenteuerlust bist du gekommen. Darf ich mir nicht die Welt ansehen? Aber musstest du in unsere Stadt kommen? Musstest du dir die Welt gerade hier ansehen? Und warum nicht? Weil bei uns ein Sultan herrscht, der sich seit langem den bösen Mächten ergeben hat. Er ist ein Zauberer, der sich ein teuflisches Vergnügen daraus macht, allen Fremden, die in die Stadt kommen, Fragen zu stellen.
Wer alle drei Fragen beantworten kann, der darf wieder weiterziehen. Aber noch niemand hat es geschafft, die Fragen zu beantworten. Und wer die Fragen nicht beantworten kann, den verwandelt er in ein weißes Tier. Was hast du gesagt? Dann sind all die weißen Tiere, denen ich begegnet bin, einmal Menschen gewesen? Ich weiß. Sie laufen draußen auf den Feldern und Wiesen umher und bedrängen die ankommenden Fremden. Dann wollten mir die Affen und Rinder nichts Böses tun, sondern mich vor dem Zauberer warnen. Ach, hätte ich mich doch warnen lassen. Jetzt ist es zu spät. Nichts ist zu spät. Ich packe meine Sachen und schneiderflink werde ich aus dieser Zauberstadt verschwunden sein. Du hast noch nicht gesehen, wie schnell ich laufen kann. Zu spät. Schon sind die Soldaten des Sultans da, um dich zu holen. Es ist zu spät. Hätte ich doch die weißen Tiere verstanden. Unser mächtiger Herr, der Sultan, hat erfahren, dass du in seine Stadt gekommen bist. Er hat befohlen, dass du vor ihn gebracht wirst, wie jeder Fremde vor dir. Rasch, pack deine Sachen zusammen. Hätte ich doch gestern... Was hättest du? Nichts hättest du. Mach dir keine Sorgen. Ich habe in meinem Leben so viel gesehen und erlebt, dass mich auch euer Sultan nicht überraschen wird. Und dass ich ein kluges Köpfchen habe, hat schon meine Mutter gemerkt, als ich noch gar nicht sprechen konnte. Und jetzt mangelt es mir nicht an Worten. Drum werde ich auch dem Sultan die rechten Antworten geben können. Dann sei Allah der Allmächtige mit dir. Wenn ohne sein Wissen kein Haar auf dem Kopf eines Kindes gekrümmt werden darf, dann mag er auch dich in seine Obhut nehmen. Ihr redet zu viel. Vorwärts! Was suchst du in meiner Stadt? Nichts, was ich nicht auch anderswo suche. Ich reise seit einiger Zeit durch die Welt, um das anzusehen, was mir vorher nur erzählt wurde. Das muss ein, wie ich annehme, weitgereister Herr wie ihr doch verstehen. Du weißt, jeder Fremde, der in eine Stadt oder in ein Land kommt, hat sich den Gesetzen des Landes oder der Stadt, in die er gekommen ist, zu unterwerfen. So ist es. Nach den Gesetzen, die in meiner Stadt gelten, musst du mir drei Fragen beantworten. Weißt du die richtige Antwort, so kannst du dich frei bewegen, kannst bleiben oder gehen, wie es dir beliebt. Kannst du die Fragen nicht beantworten, werde ich über dich bestimmen. Ihr habt mich in eurer Gewalt. Eure Soldaten haben mich nach eurem Willen hierher gebracht. Also könnt ihr auch fragen, was ihr wollt. Ich werde antworten. So gut ich kann. Mach dich bereit. Die erste Frage wird gestellt. Wo liegt der Mittelpunkt der Welt? In der Mitte eures Schlosses ist ein Hof. Von ihm aus führen vier Tore in die vier Himmelsrichtungen. Ruft vier eurer Krieger, jeder so alt und so stark wie der andere, jeder so ausdauernd und stürmisch wie der andere. Jeder setze sich auf ein Pferd und galoppiere im gleichen Augenblick los. Einer nach Norden, einer nach Süden, einer nach Westen und einer nach Osten. Jeder also in eine andere Himmelsrichtung. Sie sollen reiten und reiten und reiten, am Tag und in der Nacht. Und so werden sie zur gleichen Zeit am Ende der Welt ankommen. Und wenn dies so ist, dann ist euer Palast die Mitte der Welt. Und eh ihr nicht genau, wie ich es gesagt habe, die Reiter habt ausreiten lassen, eh nicht die Reiter am Ende der Welt angekommen sind, muss gelten, dass ich richtig auf die Frage des großen Sultans geantwortet habe. Er hat sich aus der Schlinge gezogen. Ui, der Schneider ist ein schlauer Kerl. Er hat dem Sultan die Frage ja zurückgegeben. Ich will, muss deine Antwort gelten lassen, obgleich sie mir nicht besonders gefällt. Doch nun die zweite Frage. Wie viele Tage sind's von Adam her, dem ersten von uns Menschen? Das, großer Sultan, war keine schwere Frage, denn 7 Tage sind seit Adam. 7 ist die Zahl und keine weniger. Die Tage heißen El-Chat, El-Etnen, El-Talat, El-Arba, El-Chamis, El-Guma und El-Sabt. Und wenn am Samstag die Woche zu Ende ist, beginnt sie wieder am Sonntag. Und so geht's von Adam bis in alle Ewigkeit.
Er hat sich wieder aus der Schlinge gezogen. Das ist ein schlauer Kerl, der Schneider aus Damaskus. Gut. Gut, auch die zweite Frage konntest du beantworten. Drum soll schwer und schwerer meine dritte Frage sein. Ich frage dich, wie weit ist's von der Erde zum Himmel? Das kann er bestimmt nicht wissen. Halt! Sonst ist der Sultan ein toter Mann. Und euch, allmächtiger Herrscher, sage ich, für euch ist der Weg von der Erde bis zum Himmel nicht länger als dieser kurze Weg des Säbels durch eure Kehle. Wenn ihr euch nur ein wenig rührt, ist der Weg ausgemessen, zu Ende gegangen. Und darum werdet ihr alle jetzt tun, was ich, der Schneider aus Damaskus, verlange. Er hat die dritte Frage schon gelöst. Der Schneider ist ein schlauer Kopf. Schaut, er hat den Sultan in der Hand. Nimm die Säbelspitze weg von meiner Kehle. Ich habe euch dreimal geantwortet und nun sollt ihr mir dreimal antworten. Und überlegt euch jede Antwort genau, sonst gibt der Säbel rasch die letzte Antwort. Gut, gut, ich bin in deiner Hand. Frage. Wenn ich euch nicht den Weg von der Erde zum Himmel zeige, sondern euch freigebe, wollt ihr mich dann ziehen lassen, wohin ich will? Ich will's. Und muss es tun. Schwöre es bei Allah, dem Allmächtigen. Ich schwöre es bei Allah. Wollt ihr umkehren auf dem Zauberpfad, für alle Zeit die Zauberei lassen? Wollt ihr von diesem Augenblick an fromm und rechtschaffen leben, wie es Pflicht für einen Anhänger des Propheten ist? Ich will tun, was du sagst. Nur wenn ihr bei Allah schwört, gilt es. Ich schwöre bei Allah, dass ich alle Zauberei lassen will und so leben werde, wie der Prophet es befiehlt. Und nun die letzte Frage. Ihr habt viele Menschen in weiße Tiere verwandelt. Wollt ihr ihnen die Menschengestalt wiedergeben? Alle sollen vom Zauberbann befreit werden und ihre Menschengestalt wiederhaben. Und damit du siehst, dass ich es ernst meine, sollen als erstes diese beiden Hunde wieder zu den reichen Kaufleuten werden, die sie einmal gewesen sind. Und gleichzeitig sind alle anderen befreit. Die weißen Affen draußen, die Kühe und alles Getier, in das ich Menschen verwandelt habe. Dann kann ich den Säbel von eurer Kehle nehmen. Da alle befreit sind, sollt auch ihr frei sein. Und bedenkt. Nun wisst ihr den Weg von der Erde zum Himmel und wisst, dass er sehr kurz sein kann. Tut niemand mehr etwas zuleide und vergesst nicht, dass ihr dem Schneider aus Damaskus begegnet seid, von dem nicht nur seine Freunde sagen, dass ihm so leicht keiner das Fleisch aus dem Reis nimmt. Wer hätte das gedacht? Ein Schneider kommt und stellt die ganze Stadt auf den Kopf, packt den Sultan am Bart und setzt ihm den Säbel an die Kehle. Wer hätte das gedacht? Genug geredet, lieber Wirt. Du weißt, mich zwicken schon wieder die Wanderschuhe. Aber bevor ich mir den Staub eurer Stadt von den Füßen schüttle, will ich noch ein Gebet in der Moschee verrichten und Allah danken, dass er mich nicht hat aus seiner Hand fallen lassen. Zeig mir den Weg zu einer kleinen, unscheinbaren Moschee, in der ich in Ruhe beten kann. Warum willst du nicht in unsere große Moschee gehen? Ich hätte keine Ruhe dort. Als ich den Sultanspalast verließ, standen all die von der Verzauberung Erlösten und die Bürger auf dem Platz vor dem Palast und in den Straßen, um mir zu danken und um mich zu sehen. In der Moschee aber will ich ungestört sein. Dann musst du die kleine Moschee aufsuchen, die dort drüben im Dorf liegt. Niemand ist in den letzten Jahren gerne in diese Moschee gegangen. Warum denn nicht? Weil in ihr der Sultan betete. Und niemand wollte dem begegnen, der in Wirklichkeit vielleicht nicht seine Augen zu Allah erhob, sondern mit dem Teufel oder bösen Geistern sprach. Du musst diesen Weg da nehmen. Kommst durch ein kleines Wäldchen und Gebüsch und siehst dann die Moschee vor dir liegen. Hier ist die Stelle. Du meinst, wir... Mach keine Umstände. Diesen Weg muss er kommen. Und uns in die Hände laufen. Dann schnell ins Gebüsch.
Wir verstecken uns. Und wenn das reiche, schlaue Füchschen kommt, dann... Still, still. Ich glaube, ich höre von ferne Schritte. Du hier? Du hast mein Leben gerettet. Du, der mir meine Macht genommen hat. Oh, hätte mich doch ein anderer gerettet. Hat der Sultan heute Morgen nicht anderes gelobt? Ja. Ja, du hast recht. Ich hab's gelobt und beschworen. Als ich dich zum ersten Mal sah, dachte ich, du seist gekommen, um mich zu verderben. Nun muss ich erkennen, dass du mir nur Gutes getan hast. Wieder waren Erde und Himmel sich auf Haaresbreite nahe gekommen. Was ich geschworen habe, gilt. Und nun will ich Gutes mit Gutem vergelten. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich schlage dir vor, bei mir zu bleiben. In eurer Stadt? Ja. Du sollst mein Ratgeber, der Minister des guten Rates sein. Kein schlechtes Angebot. Du nimmst es an? Ich werde zwar auf die Überraschungen der Welt verzichten müssen. Du sollst deinen Entschluss nicht bereuen. Gut. Wenn ich's recht bedenke, ist der Schritt vom Schneider zum Minister keiner, der sich jeden Tag anbietet. Und vielleicht erlebe ich in eurem Palast mehr, als die Welt mir bieten könnte. Ich danke dir. Bleib so lange du willst. Und du weißt, wenn du meine Stadt verlassen willst, kannst du jederzeit gehen. Der Sommer kam, der Sommer ging, die Rose sah ich blühen rot. Der Wüstenwind die Wolke fing, die Mücke schwer zum Flammen trug. Ich ließ die Vaterstadt zurück und suchte Lust und suchte Glück im fremden Land. Und will zurück, wo ich zu Haus ist auch mein Glück. Oh, du hast schön gesungen. Doch beinahe wären mir die Tränen gekommen, denn plötzlich sah ich meine Stadt Damaskus vor mir, mit den Toren, den Minaretts und meinem Basar, in dem mein Laden stand. Ach, das gute Leben hier in der Stadt des Sultans verträgt man vielleicht doch nur eine Weile. Setz dich auf die Bank neben mich und antworte mir auf die Frage: Ist es nicht schön in meinem Garten? Sehr schön, Herr. So schön wie im Paradies. Wir haben das Paradies noch nicht gesehen. Du kannst in meinem Garten die Stille hören, im Plätschern des Wassers. Und in den Stimmen der Vögel ist die Stille mit dabei. Und seit ich der Zauberei abgeschworen habe und du mich und mein Volk berätst, gehe ich noch einmal so gern in den Garten. Das ehrt mich, Herr. Du machst gar kein fröhliches Gesicht. Soll ich den Sänger rufen oder Mädchen für dich tanzen lassen? Nicht den Sänger. Was gefällt dir nicht an ihm? Er singt gut. Doch heute Morgen hat mich eines seiner Lieder nachdenklich gemacht. Seltsam. Vor einiger Zeit wurde ich meiner Vaterstadt überdrüssig. Ich wollte in die Welt hinaus und überrascht werden. Dann hat mich eure Stadt... Habt ihr mich festgehalten? Du
bereust doch nicht, dass du geblieben bist. Nein, aber seit einigen Nächten träume ich von Damaskus. Ich sehe meinen Basar zum Greifen nah vor mir. Und das Lied des Musikanten hat nun mein Herz mit aller Kraft des Heimwehs getroffen. Du willst mich also verlassen? Ich wollte nur... Ach, es ist so schwer. Und ich fühle mich sehr wohl im Palast. Aber ihr müsst verstehen, wenn ich von nun an immer heftiger von Damaskus träume, wird mir bald kein guter Rat mehr einfallen. Ich sehe dir an, dass ich dich nicht umstimmen kann. Und da ich dir versprochen habe, dich, wann immer du willst, ziehen zu lassen, will ich mein Wort halten. Ich danke euch, Herr. Oh, ich hatte schon Angst, ihr würdet ein böses Gesicht machen. Da, nimm diesen kostbaren Gürtel zum Abschiedsgeschenk. Er ist mit seinen Edelsteinen mehr wert, als 100 Schneider in vielen Jahren verdienen könnten. Ihn wollten mir die Räuber nehmen, ihn und mein Leben. Du hast beides gerettet und mich vom bösen Zauberweg weggeführt. Nutze seinen Wert. Wenn du nur einen der Edelsteine verkaufst, wirst du lange Zeit ein sorgloses Leben führen können. Oh, ihr beschämt mich. Ich werde eure Großzügigkeit nie vergessen. Lebt wohl, lieber Sultan. Damaskus wartet.